Weil das ist cool. Drei Bunkerbomben. Eine dreifach Bunkerbombe, Alter. Ey, ich wollte gerade sagen, an was erinnert dich die Form? Ja. Hallo. Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Worms WMD. WMD steht im Deutschen für Massenvernichtungswaffe. Und wir spielen heute mit dem Robert. Robert ist ein guter Freund von mir und er weiß mittlerweile auch, dass ich aufnehme. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ich spiele sogar mit meiner eigenen Wurmmannschaft. Ich glaube, das war meine eigene, bin mir nicht sicher. Ja, das klingt irgendwie nachvollziehbar, hä? Mhm. Kannst du, glaube ich, schon starten. Ja, wieso bin ich jetzt auf einmal nicht mehr bereit? Ich war doch bereit und du nicht. So, jetzt sind wir alle bereit. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nicht, dass ich die Steuerung noch wüsste, aber... Ich weiß die Steuerung halt noch nicht. Deshalb spielen wir Anfänger. Baby Man. Waylander. Merkur. Was ist denn du für komische Namen? Ich glaube, das. Ich meine, ich habe Earth, Mercury, Venus, Mars. Venus, Mars. Und wir spielen nur mit 4. Jo. Ich habe halt alle Planeten. Ich kann mir gar nicht. Ich hab das einfach schnell gemacht. Also. Da komme ich gar nicht aus. Hier. Alles klar. Hallo, jemand. Oh, nein. Ich frage mich gerade, kann ich irgendwas unter der Reine machen? Oh, what? Fällt mir nicht ein. Kann ich dann auch noch was machen? No. Stimmt, ich habe die Rap-Sprache eingestellt. Ich raus auch. Nice. Wir fangen bei mir ein klar an. Mercury! Nice. So. Hat halt einfach einmal einen guten Loot. Und natürlich daneben den schönen. Ich würde gar nicht sagen, vielleicht hast du. Meinst den Mac? Ja. Yeah. Ja, den habe ich schon gesehen, aber den will ich ehrlich gesagt auch gar nicht verwenden. Nett. Warum denn nicht? Meine Granaten sind einfach besser. Oh fuck. Das war ein bisschen zu wenig Schwung. Die Moose ist geil wie EMD. Ja, Worms EMD ist schon nice. Schon ist es, ja. Wie kann man denn den Rückwärtsstarter machen? Ah. Mich fuckt nur das mit dem Ninja Rope ein bisschen an. Ja, stimmt aber. Ich will mein gutes Ninja Rope wieder. Einfach fallen lassen, Alex, das reicht. Ach, bist du so ein Langweiler. Warum? Mit dem Mag. Geil. Ja, wenn er schon da gestanden ist. Looks like we got a new weapon to use. Pack your things and get ready to lose. Oh ne, das war eigentlich relativ klar. Oh. Alter, das hat mich selber getroffen? Wollt ihr mich verarschen? Ey, hab das sogar überlebt. Alter, das Froggy B. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich sehr gut, wirklich. Ninja Ropes sind immer die besten, hab ich mal gehört. Ja, aber die sind langweilig. Oh. Oh. Wow. 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 Wie kann für die Ninja Ropes zu fail sein, Alter? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Yo! Ich glaub, doch reicht. Home Run, Alter. Nice.
Langsam muss ich mir was überlegen. Ja gut, aber die zwei waren so aufgelegt. Ich habe ihn nicht einmal anstrengen, das muss ich zugeben. Here's something the party people in the crowd might like. Watch me wreck the mic like a lightning strike. Oh, was for that? Well, looky what we have here. I can hear our victory getting near. I guess you were late to pick up this crate. Great, here, save the date. It's when the contents of this here box seal your fate. Was du denn? Sachen aufheben. Shopper gibt's gar nicht da, gell? Ne. Das ist uncool. Weil es kein Geld gibt. Stimmt. Oh, gut getroffen. Respekt. Ja, aber leider sitzt du da hinten ein bisschen gemein. Ja. Gott, Granaten-Aiming-Skills sind wieder da, aber... reicht halt leider auch nicht. Ich würde einfach runterspringen, da ist keine Mine. Ach, pack eigentlich keine Granaten aus, du triffst eh nicht. Doch. Hey, ich kann gar nichts mehr bauen. Ach, ich hab kein nichts mehr. Was hast du denn gebaut? Ja, das würde ich gerne wissen, gell? Ich hoffe, Alter, ich kann das Gefühl nicht einschätzen. Nein! Das war ja so kurz nur! Ich hab eher gedacht, ich schieße zu wenig weit. Looks like we got a new weapon to use. Pack your things and get ready to lose. Alter, wie viel Max sind denn da auf der Map? Soll ich was Stylisches probieren? Jo. Oh, was? Er hat die Gold. Aua. Ich bin mir nur nie ganz sicher, wie man die steuert. Ich weiß es auch nicht, oder? Das ist so ähnliches Prinzip wie Ninja Rope, aber. Was soll ich von da drinnen machen? Geht das aus? Nö. Ach stimmt, in dem Spiel gab's ja den OMG-Schlag. Der gar nicht broken war. Nee, gar nicht, oder? Die Erde. Was sieht die Erde machen? Oh oh, Lenkrakete. Ja. I'm gonna put you in your place. What that smug look on your face. Das ganze Haus mitnehmen. Man muss halt ein bisschen. Aber komm, mein Aim ist nicht so bad. Nur ich überlebe halt nie. Ja, das stimmt. Na, was macht ihr? Und vor allem versuche ich dann immer mit den Skillshots und verliere deswegen. Ich wollte springen und dann macht er halt einfach. Sehr dark. Trauriger, nice. Aber. Und dann rum ist natürlich auch fast gewesen, damit die noch. Ja komm, wenn du failst, musst du leiden. Ja. Okay, dann geht das eben nicht. I don't care. Das ist einfach zu geil, der Rapper. Oh, holy. What? Ich hab den Wind. Ja, ich hab den Wind ein bisschen übersehen, ehrlich gesagt. Lol. Da, Boggy B. Ja,
Ja, den gibt's gar nicht in dem Spiel, leider. Stimmt so. Ja komm, jetzt killst du meinen Dude wieder. Oh, genau die Ming-Vase. Was kann ich kennen, wie der auswendig aus? Die Ming-Vase war dieses Ding, das Ultra reinkaut hat. Hey, fool, what you looking at? One, two. Einfach nur geil. Bullshit. Du bist so ein dreckiger kleiner Lacker. Deshalb sollte man, glaube ich, nicht Anfänger spielen. Ja, weil man da die ganzen easy Sachen hat. Ne? Er ist nur zum Warmen, Robert. Ich weiß eh. Ich glaube, wir dürfen halt echt nicht da Anfänger spielen. Weil das macht Ruhe. Drei Bunkerbomben. Eine dreifach Bunkerbombe, Alter. Ey, ich wollte gerade sagen, an was erinnert dich die Form? Ja! Alter. Ja, das Problem an Anfängern ist halt, man hat so ultra viele Chatbacks, du fliegst jetzt halt einfach zu mir rüber, verwendest einen Baseballschläger und ich bin tot. Stimmt, ey. Aber ich hab das gleiche, glaube ich, das muss ich noch benutzen. Nee, das ist ein. Das war ein Dämonenschlag. Jo. Alter, du hast so wenig Leben verloren. Ah doch. Alter, zwei Leben noch. Ich hab genug Leben verloren, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Aber du hättest auf jeden Fall noch ein bisschen im Feuer lang müssen. Fuck. Robert. Ich hab mich in den Tasten vertan. Ey, man kann einen Mac auf den Mac stapeln. Hey komm Alex, jetzt musst du irgendwas Skilliges tun. Nicht einfach hinfliegen, Mac stanzen und runterhauen. Das ist ja skillfrei. Was Skilliges? Jetzt sag dir mal was Skilliges. Ja, das ist schon skilliger. Das ist okay. Damit kann ich leben. Scheiße! Hätte es halt easy funktionieren können. Ey, ich war mir eigentlich so 90% Alex, sicher. Weißt du, was wir brauchen? Hm? Ja, genau das. Holt uns die Dubstep-Kanone, Alter. Oh, wo ist die? I'm dropping my beats since 35. Since 95, ja. Was warst denn du da schönes? Robert, brauchst keinen Sprachchat aktivieren. Ja, ich suche gerade die Taste, mit der ich umdrehen die Richtung, was ja, genau. Ja, ich weiß doch nicht, ich weiß nicht. Ah, okay. So, der müsste jetzt doch tot sein, oder? Ja, gut. Immerhin verliere ich nur 0-2. Ja, cool. Aber obwohl, mal schauen, wie viele, ob ich noch eine Runde krieg. Nee, ich muss was Cooles machen. Alter, ich weiß auch nicht, ob ich das triff. Der Wind geht halt ein bisschen nach links, aber das ist eh gut. Nein! Oh, du wolltest noch die Banane schmeißen, ich hab genau das gleiche vorgehabt. Alter. Ich hab gedacht, die trifft halt easy, weil es eh explodiert wie nix. Aber du Alex, ich bin nicht low. Ich drop die Banane da jetzt nicht einfach runter. Sondern du droppst die Holy Orb, na shit. Ich versuch sie auf deinen Hinteren. Oh, fast beide! Na doch, nur an. Aber das hat's schon. Wie man mich kennt, meine Skillshots sind einfach on point. Alter Schwede. Der Damage von der ist echt nice, muss ich zugeben. Ich war schon so am Ziel und dann sehe ich so, oh fuck, die fliegen nicht weit genug.
Es geht ja ultra der Wind. Ey, was? Jetzt komm mal da auf. Jetzt mach das low. Okay, gut. Mit welcher Taste funktioniert denn das? Weiß ich nicht. Ja, bei mir ist es das gleiche wie springen. Alter Schwede. Alle verloren, wollten nur. Ich hätte jetzt noch eine Ziege am Seil sonst darunter geschickt. Nein. Was hast du für eine Siegeshymne? Die Standard-Worms-Hymne. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, und das nächste Mal machen wir einen schweren Modus, dann wird es auch spannender, und bye bye!